Budapest ist ein eigenartiges geografisches Gebilde. Zwei Drittel seines Gebiets entfallen auf das flache Pest, ein Drittel auf das hügelige Buda. Der Pester Teil erhöht sich in Halbkreisen, ähnlich wie ein Amphitheater mit der Bühne in Buda. Sie heißt Burgberg. Dieser Berg ist das Symbol der stürmischen ungarischen Geschichte. Er wurde nicht weniger als 31 Mal belagert. Beim letzten Sturm 1945 fiel von zahlreichen Bürgerhäusern der Verputz aus dem 18. Jahrhundert und es kam die mittelalterliche Fassade zum Vorschein. Buda war jahrhundertelang Regierungsviertel, doch nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Wiederaufbau so langsam vor sich, dass die Ministerien nach Pest zogen. Museen, ältere Bürger, Studenten zogen an ihre Stelle. Ondraj Hodik, die Statue eines tapferen Husaren aus dem 18. Jahrhundert, ist eine Art berühmter Pilgerort. Das Berühren eines bestimmten Körperteils bringt angeblich Glück. Die Grenzlinie des Römischen Reiches bildete über Jahrhunderte die Donau. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie groß das Militärlager gewesen sein mag, wenn ein Bad mit den Maßen 120 x 140 Meter dazu gebaut wurde. Dieses Bad wurde in der jüngsten Vergangenheit freigelegt. Es gibt viele Budapester, die es nicht kennen. Weit davon entfernt, ebenfalls im Viertel, das O-Buda heißt, ist auch jenes Amphitheater zu finden, dessen Kampfplatz größer ist als jener des römischen Kolosseums. Die an beiden Ufern der Donau gelegenen drei Siedlungen Pest, Buda und O-Buda vereinigten sich vor 120 Jahren, als Ungarn nach einer jahrhundertelangen Unterwerfung eine echte Autonomie und mehr noch eine teilweise Selbstständigkeit von Österreich erlangte. Damals verband beide Ufer eine einzige Brücke, die von Legenden umwobene Kettenbrücke. Der bekanntesten Geschichte zufolge war der Planer auf die Brücke so stolz, dass er bei ihrer Fertigstellung voller Hochmut erklärte, sollte jemand einen einzigen, auch noch so winzigen Fehler an seinem Werk entdecken, springe er in die Donau. Es war ein Schusterlehrling, der plötzlich aufschrie, die Löwen haben ja keine Zunge, worauf der Planer schon springen wollte. Die Vereinigung war eine Art Big Bang, ein großer Knall, ein richtiges goldenes Zeitalter begann und das Gründungsfieber brach aus. Damals, im dritten Drittel des vergangenen Jahrhunderts, entsteht im Tempo von Chicago das heutige Pest mit den prachtvollen öffentlichen Gebäuden und Privatpalästen. Auch drei neue Brücken wurden gebaut. Mir persönlich gefällt die Freiheitsbrücke, der Lieblingstatort der Selbstmörder, am besten. Nur wenige stürzen sich wirklich herunter. Beim Spezialkommando der Polizei ist bereits ein Psychologe angestellt.
Budapest ist eine Stadt, wohin man in erster Linie nicht einen Fotoapparat, sondern ein Fernrohr mitnehmen sollte. Es ist die Stadt der verborgenen Schätze. Ein paar hundert Meter vom Touristenreservat am Donauufer entfernt befinden sich Stadtviertel, die immer noch im Dornröschenschlaf liegen, mit frei zugänglichen Innenhöfen. Dieser Hof ist vielleicht der malerischste. Er besteht aus 7 Teilen mit einem Bruch in der Mitte. Schaut man zurück, sieht man nicht, woher man kam. Vor 100 Jahren lebten hier zu 70% Juden. Budapest befindet sich in einem eigenartigen Zustand des Übergangs. Die Innenbezirke sind unglaublich veraltet und schäbig. Zugleich blieben, dank der Kapitalknappheit, Stadtteile erhalten, die in anderen Großstädten längst abgerissen worden wären. Jetzt zeigen auch diese Stadtteile Zeichen der Wiederbelebung. Budapest ist eine Stadt für Spaziergänger. Der Massenverkehr funktioniert gut, doch ich gehe gern zu Fuß. Kein Tag vergeht, ohne dass ich auf meinen gewohnten Routen nicht auf eine neue Bankfiliale, auf ein neues Geschäft aufmerksam würde. Und ich kann mich nicht genug wundern, dass man fast überall einfach hineinspazieren kann. Pest zeigt eine erstaunliche Mischung von Menschen. Man hat überhaupt keine Ahnung, wer in dem betreffenden Haus wohnt. Der reiche Zahnarzt und der notleidende Rentner, der Lehrer und der Bankbeamte leben nebeneinander. Nur die Schicht der neuen Unternehmer zog auf den Berg, das heißt auf den Roža Dom, den Rosenhügel, ins wohl konzentrierteste Viertel der Neureichen in Osteuropa. Budapest befindet sich in einem Zwischenzustand. Nicht nur die wundervollen und schäbigen Andenken einer untergegangenen Jahrhundertwende bieten sich zur Bewunderung an, sondern alle raffinierten Schätze der Welt.
von denen die Bevölkerung mit kindlicher Aufregung Besitz ergreift. Man fährt viel größere und teurere Autos, als man sich leisten könnte. Budapest ist, nahe einer neuen Jahrhundertwende, vielleicht vorübergehend, eine großtourische Stadt geworden. Heute Budapest zu besuchen, ist so, als würde man ein Social Safari Programm buchen. Nicht nur neue Bauten schießen zu Hunderten wie Pilze hervor, sondern auch in der Atmosphäre vibriert eine Art Begeisterung, eine Art Unternehmungslust. Die Stadt lebt nicht mehr nur bei Tag. Es gibt so viele Taxis wie in New York und fast so viele Tag- und Nacht geöffnete Geschäfte wie in London. In einem an Wien erinnernden Gebäudekomplex gibt es einen Trödelmarkt wie in Istanbul, ein Art-Kinoangebot wie in Paris und ein sehr reges Musikleben. Budapest ist so reich an heißen Thermalquellen, dass sogar Wohnhäuser damit geheizt werden. Es gibt mehrere funktionierende türkische Bäder. Mein Lieblingsbad ist trotzdem das Gellertbad im Stil der Sezession. In dessen Freiluftbereich kann man die Frauenkörper von vollendetster Schönheit in ganz Osteuropa sehen. Die vollkommensten Paläste im Sezessionsstil sind allerdings nicht in Buda, sondern in Pest zu finden, vor allem in der Umgebung des Parlaments. Thank you.
Als das verzierte Dachwerk eines der Gebäude fertiggestellt war, fragte der Lehrling den Meister. Aber Herr Meister, wer wird diese Verzierungen denn sehen? Wer? Die Vögel natürlich, lautete die Antwort. Budapest lebt eingebettet in seine Geschichte, seit der deutsche Kaiser Wilhelm, hier Franz Josef Schalt, dass es zu wenige Standbilder auf den öffentlichen Plätzen gäbe, stieg ihre Anzahl erheblich an. Die Standbildgalerie wurde auf dem Heldenplatz zum Millennium, zur 1000-Jahr-Feier Ungarns, um die Jahrhundertwende aufgestellt. Die Statuen wurden inzwischen mehrmals ersetzt. Die letzte Originalfigur ist der legendäre ungarische König der Renaissance, Matthias. So sieht er in Festbekleidung aus. Und so nach einer Jagd verkleidet beim Hofmachen. Seit seiner Zeit errang Ungarn erst wieder jetzt seine völlige Unabhängigkeit. Budapest ist eine gemütliche Déjà-vu-Stadt. In seiner Architektur ahmt es Wien und mit Wien die italienische Renaissance nach. Am Großen Ring befindet sich ein verblüffendes Gebäude, das beinahe perfekte Abbild des Palazzo Strozzi in Florenz. Hier kommt einem alles ungemein bekannt vor, nur in den Menschen steckt etwas sehr Originelles, etwas sanft Erfinderisches, Ironisches und Unbezwingbares. Ich glaube, das spüren auch jene, die zum ersten Mal nach Budapest kommen. Übrigens, es lohnt sich auch, alleine nach Budapest zu kommen. Die heutige mittlere Generation ist zwischen den einstigen prächtigen Kulissen aufgewachsen und zu ihrer größten Überraschung hat sich die Freiheit eingestellt. Seit etwa 10 Jahren stufenweise die geschäftliche und nun seit einigen Jahren auch die politische Freiheit. Diese Übergangsperiode kann vielleicht ein ganzes Jahrzehnt andauern. Denn bis dahin wird auch das letzte Bürgerpalais in der Innenstadt renoviert sein. Die Armen ziehen alle in die Außenbezirke um, die nach Öl riechenden Schlosserwerkstätten mit Holzboden schließen. Die Leute fahren dann genau das Auto, welches sie benötigen. Die baufälligen Bäder werden gefliest sein. Und Glück und Unglück der Menschen wird sich nicht mehr auf den Gesichtern in der U-Bahn widerspiegeln. Dann wird Budapest eine blühende, aber nicht besonders interessante Hauptstadt einer kleinen europäischen Nation sein. Dann allerdings werde ich mein Bündel schnüren. Mit anderen Worten, Sie sollten jetzt kommen.